Hallo, hier ist Stefanie von dietesterin.de. Ich möchte euch heute mein neuestes Spielzeug vorstellen, und zwar den Philips VisaPure. Das ist eine akkubetriebene Gesichtsreinigungsbürste. So sieht die aus. Das Design hat schon einen Designpreis gewonnen und ich kann auch nur bestätigen, dass das wirklich richtig gut aussieht. Richtig schön in der Hand liegt auch. Ich habe ihn jetzt gerade an den Strom angeschlossen. Ihr seht, es ist eine Ladestandanzeige vorhanden. Die Batterie blinkt. Wenn das Gerät geladen ist, leuchtet das. Das heißt, man kann das Gerät vom Strom trennen. Das ist ganz hilfreich, weil bei einigen Geräten jetzt in letzter Zeit doch darauf verzichtet wurde. Ob ich da jetzt immer gerade Pech hatte, weiß ich nicht. Aber es ist mir wirklich extrem aufgefallen, dass die Hersteller da zu sparen scheinen. Ihr hört vielleicht das Geräusch. Ja, das entsteht durch das Laden. Das finde ich persönlich nicht so schön, weil das für mich dann doch irgendwie das Zeichen ist, dass das Ladegerät nicht so hochwertig ist. Das Geräusch ist auch da, wenn man den Philips VisaPure von der Ladestation trennt. Also allein, wenn das in der Steckdose ist, kommt dieses Geräusch. Es ist aber das Originalladegerät. Ja, soweit schon ein erster negativer Punkt. Dann komme ich gleich zum Lieferumfang. Das ist eben hier das schon angesprochene Ladegerät. Das Gerät selbst natürlich. Und hier haben wir noch eine Bürste. Das ist der normale Bürstenaufsatz mit diesen Härchen hier. Und dann noch einen Schutz. Das ist, wenn man die Bürste aufbewahren möchte, dann kann man das drauf tun, damit irgendwie, weiß ich nicht, damit nichts drauf fällt oder so. Das ist schon der nächste Kritikpunkt. Im Lieferumfang ist kein Etui oder irgendwas enthalten, wo man das aufbewahren kann. Man muss es also wirklich immer so in den Schrank legen. Ich finde es zum Beispiel eher unpraktisch, das Gerät wirklich so zu verstauen, weil das doch eben sehr hoch ist, sodass es wirklich immer so dann irgendwie im Regal liegt. Und das finde ich eher unschön. Ja, auch das Ladegerät selbst ist ziemlich wackelig, aber ja, sobald der VisaPure drinsteckt, ist dann alles in Ordnung. Ich habe im Moment den zweiten Bürstenaufsatz drauf. Der ist, wie gesagt, nicht im Lieferumfang enthalten, sondern den kann man zusätzlich kaufen. Der ist für sensible Haut. Da sind die Borsten etwas, ja, weicher als bei dem normalen Aufsatz. Ja, ansonsten ist das Design sehr schlicht gehalten. Man sieht hier neben dem Firmenaufdruck nur noch den Ein- und Ausschalter. Wenn man den betätigt, geht das Ding an. Es ist von der Lautstärke her angenehm. Ich mache das gerade mal. Genau, da geht das los. Wie man ganz gut erkennen konnte, rotiert das Gerät nicht auf einer Ebene, sondern es vibriert und rotiert und wackelt dabei ein bisschen. Das nennt Philips die Dual Motion Technologie, wodurch gewährleistet wird, dass die Fädchen von der Bürste eben auch an Stellen kommen, die man vielleicht mit den Händen nicht so gut erreicht, damit dann auch die Säuberung ja besser ist als mit der Hand. Die sagen, 10-mal besser wäre die Reinigung, das Hautbild wird strahlender, die Poren verfeinern sich, das Hautbild wird klarer, die Haut wird weicher, besser durchblutet und auch durch die Pflege ideal vorbereitet zur Aufnahme von Pflegemitteln wie Cremes hinterher. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, weil ich das Gerät jetzt erst seit 2 Tagen teste. Da kommt also auf jeden Fall noch mal ein weiteres Video. Ich wollte jetzt nur mal vorstellen, was es überhaupt ist. Wer das also durch die Medien hat gestern sehen, ich hoffe, dass ich so einen ersten Überblick geben konnte. Noch ein Wort zur Akkuladung. Im Lieferzustand muss das Gerät etwa 6 Stunden lang an den Strom. Dann hat es Saft für 30 Minuten. Da eine Anwendung nur 1 Minute dauert, bedeutet das also, dass man 15 Tage lang das Gerät nutzen kann, wenn man es 2-mal am Tag benutzt, eben morgens und abends zur Reinigung des Gesichts. 1 Minute reicht aus. Für jede Gesichtspartie sind 20 Sekunden vorgesehen. Gesichtspartie, die wird aufgeteilt in die linke und die rechte Gesichtshälfte plus die T-Zone aus Nase und Stirn. Das Gerät zeigt an, wenn es Zeit ist für einen Wechsel, in dem alle 20 Sekunden ja, die Reinigung oder die Bewegung ein bisschen unterbrochen wird.
dann weiß man, aha, es geht weiter mit dem nächsten. Und dann wird das normal fortgesetzt. Und nach einer Minute schaltet sich das Gerät auch selbstständig aus. Es wird schon gestritten in den diversen Foren, ob das nicht ein bisschen kurz ist, ob nicht 2 Minuten oder 1,5 Minuten ein bisschen sinnvoller gewesen sind. Also ich komme damit hin. Wie es mit der Reinigung aussieht, muss man dann natürlich nochmal schauen. Zuletzt noch ein Wort zum Preis. Die unverbindliche Empfehlung des Herstellers für den Preis liegt bei 139,99 Euro. Das ist natürlich ziemlich heftig für so eine Gesichtsreinigungsbürste, besonders wenn man bedenkt, dass man die Bürstenaufsätze ja noch extra dazu kaufen muss. Wie gesagt, der normale Bürstenaufsatz ist im Lieferumfang enthalten und es wird empfohlen, aus hygienischen Gründen etwa alle 3 Monate eine neue Bürste zu kaufen. Die schlagen dann auch nochmal zu Buche mit, soweit ich weiß, die normale Bürste mit 9,99 Euro. Für sensible Haut, empfindliche Haut, die ist dann schon etwas teurer mit 11,99 Euro. Und dann gibt es als drittes noch eine Peelingbürste, die habe ich hier jetzt gerade nicht im Bild, die habe ich aber auch da. Die kostet 19,99 Euro. Eine Anschaffung ist also auf jeden Fall mit hohen Kosten verbunden, wobei, wenn das Produktversprechen wirklich eingehalten wird, dass, wie gesagt, sich das Hautbild verfeinert, die Poren kleiner werden und so weiter und so fort, spart man sich natürlich auch den ein oder anderen Gang zur Kosmetikerin. Da würden sich die Kosten natürlich wieder relativieren. Außerdem ist die Reinigung natürlich auch sehr angenehm, weil das Ganze natürlich mit einem gewissen Massageeffekt verbunden ist. Und auch wieder der Spaßfaktor, den ich auch schon bei meinem Bericht von dem Sonic Air Airfloss von Philips erwähnt habe, ist hier natürlich auch dabei. Man ist vielleicht ein bisschen sorgfältiger, was die Reinigung angeht und denkt nicht, ach nee, jetzt habe ich keine Zeit, ich mache das morgen. Das ist natürlich vielleicht auch ein Grund, warum in so vielen Foren berichtet wird, dass schon nach den ersten wenigen Anwendungen die Haut viel weicher und klarer erscheint. Inwieweit das glaubwürdig ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das Gerät jetzt seit 2 Tagen im Gebrauch. Ich schaue einfach mal, wie sich das weiterentwickelt, ob die Akkudauer hält wie vorgesehen. Und dann melde ich mich einfach nochmal in 2 bis 4 Wochen. Also das wäre etwa Mitte, Ende Mai und werde euch von meinen Erfahrungen berichten. Okay? Weitere Infos findet ihr auch auf meinem Blog www.detesterin.de. Dort habe ich schon einen Bericht geschrieben, den verlinke ich hier natürlich bei dem Video, da könnt ihr auch gerne reinschauen. Wenn Fragen offen sind, schreibt am besten einen Kommentar in meinem Blog, dann ich bin jeden Tag online, das sollte ich dann auch recht zeitnah beantworten können.